Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Es freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, gerade zum Jahresbeginn stellt man sich ja gerne mal die Frage, wo geht's hin in Zukunft? Darauf kann ich Ihnen leider keine Antwort geben. Allerdings gibt es durchaus Entwicklungen, die wir heute schon abschätzen können. So beispielsweise die sogenannte Digitalisierung, welche unser Leben heute fest im Griff hat. Heute das Thema bei Chefsache. Internet, Breitband, Highspeed. Wir leben in einer vernetzten Welt. Digitalisierung wird immer wichtiger. Baden-Württemberg ist als führender Hightech-Standort fest etabliert. Der ländliche Raum ist das Rückgrat Baden-Württembergs. Es gibt kaum strukturschwache Räume. Die Landesregierung fördert daher konsequent den Ausbau von schnellem Internet. Im Vergleich der Flächenländer hat Baden-Württemberg eine Spitzenposition bei der Breitbandversorgung. Mehr als 70% der Haushalte haben Anschluss ans schnelle Internet. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat ein ehrgeiziges Ziel: zukunftsfähiges Hochgeschwindigkeitsinternet überall im Land. Entsprechend sollen die Mittel für den Breitbandausbau in den kommenden Jahren verdreifacht werden. Damit der digitale Wandel gelingt, ist Sicherheit und Vertrauen notwendig. Zudem wird der digitale Wandel die Arbeitswelt massiv verändern. Die Chancen der Digitalisierung für Baden-Württemberg stehen gut. Das Land darf in seinen Anstrengungen aber nicht nachlassen. Das Thema heute, Digitalisierung im ländlichen Raum, und zu Gast zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich Kuno Werner, er ist Geschäftsführer der Stadtwerke in Konstanz. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung, bin gerne gekommen. Herr Werner, wenn wir mal über das Thema Digitalisierung sprechen, muss man ja schon auch feststellen, dass die besagte Digitalisierung unser Kommunikationsverhalten sozusagen wieder fast zurück in die Steinzeit versetzt hat. Beispiel: heutzutage checken wir mehrere Male, wenn es 100 sind, reicht es wahrscheinlich noch nicht, den E-Mail-Posteingang. Wenn man sich das mal vorstellt, vor 20 Jahren 100 Mal am Tag zur Poststelle zu rennen, macht doch kein Mensch. Wie sieht denn das Kommunikationsverhalten eines Stadtwerkechefs im digitalen Zeitalter aus? Ja, wie gesagt, ich laufe nicht mehr 100 Mal zur Poststelle, das ist auch klar. Wir haben natürlich eine Flut an E-Mails. Wenn ich mal unser Geschäftsführungssekretariat sehe, was da so reinkommt. Und in der Regel ist es so, bei uns, unsere Sekretärin, die sortiert vor. Mhm. Ja, die sagt dann, das sind Newsletter, das sind wichtige Informationen und so weiter. Da habe ich dann schon ein bisschen Hilfe. Ja, insofern kann ich dann priorisieren und kann dann die Mails entsprechend einsortieren. Die Digitalisierung, die wirkt sich ja letztendlich auf unser aller Leben aus. Natürlich, wie wir kommunizieren, aber ich glaube, manchmal ist gar nicht so richtig klar, was eigentlich alles Digitalisierung bedeutet und warum ist die überhaupt notwendig. Man könnte doch auch sagen, es bleibt alles so, wie es ist. So per Rohrpost und so weiter, wäre das überhaupt kein Problem. Ja, ganz klar, nee. Digitalisierung ist ein Thema, das alle Lebensbereiche letztendlich erfasst. Wenn wir uns mal überlegen, vor einigen Jahren, da hatte man noch nicht so ein Tablet auf dem Tisch oder so ein Handy in der Hand und hat alle 5 Minuten vielleicht eine WhatsApp oder ein Mail oder war in Twitter-Accounts unterwegs und so weiter. Das hat sich total verändert. Vor allem die Jungen machen das natürlich, klar, die sind ja immer online. Insofern hat sich das massiv verändert, das Ganze. Und man muss auch sagen, wenn man einfach mal die Bandbreite sieht, die Bandbreite, die benötigt wird heutzutage in den Netzen, dann hat sich die in den letzten Jahren alle 1,5 Jahre verdoppelt. Das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Ja, was mittlerweile über so ein Netz an Datenströmen läuft. Und es ist auch nicht absehbar, dass sich das reduziert, sondern es wird weitergehen in diese Richtung. Und da muss man sich dann die Frage stellen, was macht man? Ja. Und hier kommen wir zu den Stadtwerken, sage ich mal, 2.0. Weil normalerweise kennen wir ja die Stadtwerke als diejenigen, die uns Strom liefern, Wasser liefern und so weiter und so fort. Und in Zukunft kümmern Sie sich auch um Hochleistungsleitungen. Ja, wir schon. Nicht alle Stadtwerke, sagen wir es mal so. Ich finde das Thema unwahrscheinlich spannend. Ja, unwahrscheinlich spannend. Wie kommen wir zu dieser Idee, zu dem Baby jetzt auf einmal Glasfaser zu verlegen?
da muss ich ganz kurz mal zurückgreifen auf das Jahr 2007, als wir erstmalig ein Glasfaserkabel verlegt haben für die Uni in Konstanz. Die haben wir angebunden an das damals an das Hochschulnetz. Und da haben wir so ein paar Freaks bei uns, ein paar junge Leute, die gesagt haben, das kriegen wir hin. Und dann haben wir das auch geschafft. Und dann haben wir die Uni angebunden. Und dann ging es irgendwie weiter. Wir haben dann immer mehr Bedarf gehabt. Und irgendwann wollten wir dann auch mal die beiden Leitwarten, die Leitzentralen, die Strom und Gas überwachen, Wasser überwachen, von Friedrichshafen und Konstanz miteinander verbinden. Und wie geht das? Ja, wir wollten einfach eine Redundanz schaffen, dass wenn mal eine Leitwarte ausfällt, die andere einspringt. Gut, dann haben wir geschaut, wie können wir die verbinden miteinander? Und dann haben wir auf einmal gemerkt, die Verbindungskosten, um von Konstanz nach Friedrichshafen zu kommen, war so extrem hoch, dass wir dann so mal bei einer, ich sage mal schon fast in einer Bierlaune gesagt haben, ja, dann legen wir doch das Kabel selber. Eine ketzerische Frage. Wenn die Region nicht diesen Schritt machen würde, solche Hochleistungsleitungen zu legen, was würde denn dann passieren? Ich sage mal so, es gibt zwei Gruppen. Es gibt die Privatleute, es gibt auf der anderen Seite die Unternehmen. Heute ist es schon so, dass wenn eine Wohnung vermietet wird, derjenige, der zukünftige Mieter fragt, gibt es dort einen Anschluss? Das heißt, Sie können heute teilweise Wohnungen nur noch dann vermieten, wenn Sie auch einen entsprechenden Internetanschluss bieten. Gut, bei Privatleuten ist das vielleicht nicht ganz so gravierend, so problematisch wie bei Unternehmen. Wenn ich einem Unternehmen nicht die Möglichkeit gebe, an das breitbandige Netz angeschlossen zu werden, dann wird er irgendwann den Standort nicht mehr halten können. Nur ein Beispiel, ganz klar. Kleines Beispiel. Eine Autofirma eines Konzerns, egal ob das jetzt Ford, Opel oder VW oder wie sie alle heißen, die haben für ihre Arbeit entsprechend, brauchen die eine entsprechende Unterstützung der Zentrale. Ja, also das Zentrale, heißt, das Autohaus ist angeschlossen. Ist angeschlossen. Okay. Wenn es dann um Ersatzteile geht, wenn es darum geht, dass vielleicht Analysegeräte an eine Einheit in der Zentrale angeschlossen werden. Bestellvorgänge. Ja, Bestellvorgänge. All diese Themen, die ja heute relativ schnell laufen. Denken Sie an die Logistikunternehmen, ja, die ja innerhalb von 2-3 Tagen mittlerweile Produkte ausliefern, ich will jetzt keine Namen nennen, es gibt genügend. Ja, die brauchen diese Kommunikationsmöglichkeiten. Und das sind ja wirklich nur kleine Beispiele. Es gibt Großunternehmen, die sind global vernetzt, international vernetzt. Ja, die brauchen das allemal. Und wenn ich bei uns gerade in Konstanz sehe, da gibt es viele auch kleinere Unternehmen, die allerdings einen internationalen Austausch haben. Die brauchen solche breitbandigen Vernetzungen. Oder denken Sie an einen Arzt, der irgendwelche Röntgenbilder weiterleiten möchte, an ein Krankenhaus oder diese ganzen Dinge, die werden uns massiv einholen. Da kommt ein riesiger Bedarf auf uns zu. Und wir als Unternehmen haben gesagt, das ist ein Geschäftsfeld für uns. Insofern, als dass wir die Kommunikationsnetze dazu aufbauen und anbieten, diese entsprechend zu nutzen. Jetzt gibt es ja einen ganz großen Mitbewerber sozusagen am Markt, die Telekom. Ganz ehrlich, ist das nicht David gegen Goliath? Hat man da überhaupt eine Chance als lokales Stadtwerk gegen die große Telekom? Ich glaube sogar, dass die Telekom vielleicht sogar froh ist, wenn bestimmte Anbieter, kleinere Anbieter, gewisse Aufgaben übernehmen. Weil die Telekom kann nicht bundesweit Glasfaser verlegen. Das können die gar nicht finanzieren in dieser Form. Und wir als Stadtwerke, wir sind Infrastrukturbetreiber. Wir können
Strom- und Gasnetze verlegen, Wassernetze verlegen. Und wir haben in der Regel auch noch ein paar Leerrohre verlegt. Und wir können genauso gut Kommunikationsnetze verlegen. Ist überhaupt gar kein Thema. Und insofern sind viele Synergieeffekte vorhanden, die wir nutzen können und dadurch natürlich auch die Kosten drücken können, das ist ganz klar. Und insofern sind wir an und für sich als Stadtwerk das Infrastrukturherz einer Stadt, ich sag's mal so. Herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke. Kuno Werner, der Geschäftsführer der Stadtwerke in Konstanz, schön, dass Sie da waren. Vielen Dank, hat mich gefreut. Und es hat viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Herzlichen Dank dafür. Liebe Zuschauer, wir sehen uns wieder nächste Woche bei einer neuen Ausgabe von Chefsache. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss.